Das neue Cakewalk Sauna ist da in der Early Access Version und ich habe mir das gestern runtergeladen und gleich mal ausprobiert und ich muss schon sagen, ich bin enttäuscht. Ich glaube, enttäuscht trifft ganz gut, weil das, was ich jetzt so gesehen habe, ist, da hätte man ehrlich gesagt ein bisschen mehr erwartet, vor allem für den Preis. Ganz genau, ich weiß jetzt, was uns der Spaß kosten wird. Ich habe immer noch mal Drittlaut im Hintergrund. Egal. Ja, Hudi, hallo meine Lieben, der Andi von Töricht hier. Willkommen zum ersten Cakewalk Sauna Video. Geht auf cakewalk.com und dann ganz unten unter Cakewalk Sauna gibt es diesen Download-Button und da könnt ihr euch dann die runterladen. Aktuell ist es die Cakewalk Sauna Backstage Pass Setup 30.03.081. Ist sogar kein Datum.exe. Was mir so ein bisschen aufgefallen ist so bei der Installation, es gibt anscheinend so ein paar neue Dateiformate, wie zum Beispiel das Cakewalk Zip, das CWZ. Aber da bin ich mir nicht sicher, ob das bei dem Cakewalk schon mit dabei war. Aber ist jetzt ja nicht wichtig. Und wenn ihr es dann installiert habt, dann schaut das Ganze jetzt so aus. Auch hier hast du wieder so einen Quick Start oder diesen Startbildschirm. Ich habe es jetzt auf Deutsch installiert, aber man sieht schon mal, es hat noch sehr viele Sachen, sind nicht übersetzt. Das ist irgendwie so eine Mischung aus Englisch und Deutsch. Und auch noch ein kleiner Hinweis, wie es auch hier auf der Website steht. Cakewalk ist immer noch in der Entwicklung. Aber du kannst frühzeitigen Zugang über den Backstage Pass erhalten. Ein experimentelles Programm, das für Benutzer mit einer aktiven BandLab-Mitgliedschaft verfügbar ist. Mit der BandLab-Mitgliedschaft erhältst du uneingeschränkten Zugriff auf die neuesten Versionen von Cakewalk, Next und Sauna, noch bevor sie für alle anderen verfügbar sind. Deutet also schon mal darauf hin, dass wir Sauna schon mal mieten können. Ob wir es auch kaufen können, habe ich jetzt keinen Hinweis dazu gefunden. Bleibt abzuwarten, ob das noch dazu kommt oder ob das dann wieder so wie zum Beispiel Adobe so ein Software-as-a-Service-Modell wird. Und hier unten gleich steht nicht aktiviert und sage ich gleich, diese Aktivierung könnt ihr euch sparen. Ich kann es ja hier mal über die Hilfe machen. So, ist die Hilfe weg. So, dann haben wir hier bei BandLab anmelden. So, das mache ich jetzt auch. So, und das sein in successful. Und jetzt bin ich zwar angemeldet, aber es steht hier immer noch Activation Required. Also damit ich hier jetzt mit dieser Version speichern kann, müsste ich mir eine aktive, also kostenpflichtige BandLab-Mitgliedschaft holen. Aber bevor wir das machen, schauen wir uns doch mal an, was jetzt in Sauna denn so schönes Neues dabei ist. Ich bin schon echt gespannt. Na, ich weiß ja schon. Ihr wisst es noch nicht. Was hier schon mal gleich auffällt, wir haben eine neue Schriftart. Wir haben auch hier ein komplett überarbeitetes User Interface mit neuen Icons. Machen wir uns hier mal ein Projekt auf. So wie es aussieht, bleibt auch alles erst schon mal erhalten, was ich an meinem Projekt so eingestellt habe, was Farben betrifft und was Ordner betrifft. Auch hier meine Songstruktur. Das schaut äußerlich schon mal ganz gut aus, wie ich es auch gewohnt bin, von alten auf neuen Cakewalk-Versionen zu wechseln oder Sauna-Versionen, hat es eigentlich nie ein Problem gegeben. Wenn wir uns hier auf der linken Seite mal einen Inspector angucken, ja, mal hier kannst du reduzieren, verankern und freischwebend. Also es ist auch alles nicht neu, nur anders Icon. Dann haben wir hier einen Arranger, der schaut gleich aus, wie gesagt, nur mit neuen Farben und neuen Kurven und Kanten. Dann haben wir hier Tempomap, ist auch nicht wirklich was Neues. Genauso hier wie im Eigenschaftenfenster. Man sieht hier auch beim Channel Strip. Hier ist es auch wieder anders bunt. Automationen werden genauso markiert mit diesen. Also auch hier außer neuen Symbolen, Farben und Schriften auch nichts Neues. Wechseln wir doch mal zum Pro Channel. Da sagt man, der Pro Channel, das sind die Plugins oder die einzelnen Slots hier auch grafisch hier überarbeitet und aufgefrischt worden. Und was mir dann hier aufgefallen ist, bei den Modulen, da gibt es den Concrete Limiter. So sieht die aus und dieses Concrete Limiter, das ist wie so Brickwall Limiter, also der macht wirklich, du setzt da auf Threshold und ab der regelt der gnadenlos ab. Und der ist jetzt bei Sauna mit dabei, ist aber auch kein neues Plugin, den gab es schon bei dem Ur-Old Sauna, also vor Cakewalk bei BandLab noch.
aus dem Jahre 2011 oder sogar noch früher. Und da konnte man den heute dazu kaufen. Jetzt ist er heute mit dabei. Auch müsst ihr euch immer daran gewöhnen, dass dieses Aktivieren erforderlich, das bleibt ständig dort. Das kann ich zwar wegklicken, aber ich bin mir sicher, nach ein paar Minuten ist es wieder da. Also hier im Pro Channel ist außer den Concrete Limiter und ein paar neuen Designs nicht wirklich was dabei. Wie schaut es bei den Effekten aus? Auf der rechten Seite im Browser. Hier sind keine neuen Plugins dabei. Vor Overload haben wir wieder den TH3 und den Reverb. Die dürften wahrscheinlich noch genauso ausschauen. Ja, da hat sich auch nicht wirklich was geändert. Genauso wie bei den MIDI-Effekten, da ist nichts Neues dabei. Bei den Instrumenten, SE-Strings, Elektropiano, TTS-1, Drums, Bass, also nichts Neues dabei. Kann jetzt auch sein, dass es von der alten Version noch ist, also von der Cakewalk bei Bandlab-Version, weil das übernimmt ja auch die ganzen Plugins. Also hier könnt ihr das auch zum Beispiel dann parallel laufen lassen, zusätzlich zu eurem alten Cakewalk bei Bandlab. Das habe ich mit Sonar früher schon gemacht, da gab es nie ein Problem. Und hier gehe ich davon aus, dass es auch kein Problem wird. Auch hier bei den ganzen Modulen, Mix Recall, Custom, Sync, Events, Markers, da ist jetzt hier schon mal nichts Neues dabei. Und wenn ich hier unter Module schaue, sehe ich auch hier augenscheinlich keins, welches sich von Cakewalk bei Bandlab unterscheidet. Also bis jetzt alles klicki-bunti. Schauen wir uns mal die ganzen Sachen an, die unten im Multidock immer so versteckt sind. Da haben wir zum einen das Mischpult. Übrigens gehen auch hier meine Tastenkürzel genauso. Naja, und auch das Mischpult, außer dass du jetzt halt so andere Farbpult und ein bisschen... Ja, im Endeffekt ist jetzt alles quasi nicht mehr pixelbasiert, sondern vektorbasiert. Das heißt, unabhängig von der Auflösung ist es immer scharf. Mal schauen, ob man hier unter den Voreinstellungen bei Farben gibt es da, ach ja, es gibt da hier verschiedene Farbschirme. Cosmic, schauen wir, was Cosmic ist. Oh, es gibt also tatsächlich so ein paar neue Farbpaletten. Das ist irgendwie ja ganz nett, aber nur weil es gut ausschaut oder besser ausschaut, heißt nicht, dass meine Musik besser wird. Also, ich hoffe, da kommen jetzt nur ein bisschen mehr als nur ein neues Klicki-Bunti. Schauen wir uns doch einmal die Piano-Rolle an. Ob es da was Neues gibt. Vollbild. Also, hier auch die ganzen Bezeichnungen. Das ist irgendwie nichts Neues. Hier unten ist wahrscheinlich immer nur genau das Gleiche. Mit der Anschlagstärke und den ganzen MIDI-Daten. Hier oben verbirgt sich mit Live Articulations, Apply Articulations to Live MIDI Input. Schauen wir mal, gibt es den doch hier? Wir haben doch das Hilfemodul. Ansicht, Y, Hilfemodul. So, und das Hilfemodul sagt hier, wenn ich drauf gehe, im Piano-Rollen-Menü konfigurieren Sie die Piano-Rollen-Ansicht. Okay. In der Dokumentation ist da irgendwas versteckt. Wunderbar. Die Dokumentation führt auf unser uralt Legacy-Hilfseite. Also bringen Sie ja nichts weiter. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, was Apply Articulations to Live MIDI Input. Aha. Das heißt also, wenn ich hier habe ich ja unter Anzeige, habe ich meine Artikulation. Da habe ich ja ein Video dazu gemacht, was man damit für geilen Scheiß machen kann. Und jetzt ist es anscheinend möglich, wenn ich diesen Button aktiviere, dass auch Live-MIDI, also wenn ich direkt was einspiele, dass das auch von meinen Artikulationen manipuliert wird oder bearbeitet wird. Okay, ein neues Feature. Ich habe ein neues Feature gefunden. Ansonsten folgt mir jetzt auch hier, wenn ich mal die ganzen Menüs so durchklicke, auch hier oben, habe ich mal schon alle durchgeschaut, da ist jetzt nichts dabei, wo ich sage so, das ist neu. Was auch immer wieder auffällt, solange es im Demo-Modus ist, kennt immer wieder dieser Schnellstart-Bildschirm, dieser Quick-Start und natürlich unten rechts Aktivierung erforderlich.
Das kommt so alle paar Minuten und das nervt furchtbar. Die möchten mir anscheinend unbedingt eine Mitgliedschaft verkaufen. Also entweder ich übersehe jetzt hier irgendwas ganz, ganz gravierend oder wir kriegen jetzt hier nur ein Cakewalk mit aufblühter Oberfläche, ohne dass wir wirklich neue Inhalte und Funktionen haben. Aber dafür ist es kostenpflichtig. Weil jetzt kommen wir zum Preis. Und da war ja vorher die Rede von dieser Bandlab-Mitgliedschaft. Und hier in den FAQs finde ich einen Link dazu und der führt mich auf diese Seite. So, und da werden auch die ganzen anderen Vorteile noch aufgelistet, was man mit so einer Bandlab-Mitgliedschaft hat. Auch hier steht es nochmal, dass wir dann immer die neuesten Zugriff haben, auch auf Vorabversionen. Das heißt also, ich zahle dafür, dass wir dann für die Firma Bandlab Beta-Tester springen können. Habe ich das richtig verstanden? Ja, natürlich haben wir noch andere Vorteile, wie zum Beispiel auch hier eine Musikdistribution. Bringt mir aber persönlich auch nichts. Ich habe ja schon DistroKit als Aggregator und da will ich jetzt nicht wechseln. Vor allem, ich will ja eine DAW, ich will mein Cakewalk haben und da ist mir das scheißegal, ob ich nur 1000 andere Online-Funktionen habe. Hier wird, dass meine Musik auf der Bandlab-Plattform gepusht wird. Pff, da ist nicht mein Publikum. Das ist ja gut und schön, aber das braucht nicht jeder. Ich will nicht dafür zahlen, dass mir so Sachen aufgezwungen werden. Ich möchte Cakewalk bzw. Sonar haben. Ja. Und was zahlt man jetzt dafür? Also hier unten steht, ich kann das jetzt für 150 Ocken im Jahr mieten oder ich mache das monatlich. Da ist es dann mit 15 Dollar im Monat. Hier bei den Vorteilen steht jetzt nichts, dass Sonar schon mit dabei wäre, aber ich gehe stark davon aus, dass dann bei dieser Mitgliedschaft dann auch eine Sonar-Lizenz dabei ist. Und ob man es jetzt dann wie damals auch kaufen kann oder nur mieten, bleibt wie gesagt abzuwarten. Ja, preislich, wie gesagt, wenn die ganzen Features dabei sind, fände ich es ehrlich gesagt preislich okay. Allein die Musikdistribution, da zahlt man auch gerne mal was dafür. Und zwar, ja, also ich zahle jetzt bei DistroKit, da habe ich jetzt auch mehrere Künstler, die ich verwalte, da bin ich jetzt bei 80 Dollar im Monat. Ah, 80 Dollar im Jahr, sorry. Aber, also von dem her, preislich interessant. Eigentlich, aber alles Funktionen, die erstmal nichts mit Sonar zu tun haben. Und dafür, dass jetzt Sonar so ein bisschen mehrer Clicky-Bunti ist, also dann bleibe ich dann echt bei meiner kostenlosen Cakewalk bei Bandlab-Version. Und die bleibt uns ja auch erhalten. Auch wenn dann irgendwann die Vollversion von Sonar rauskommt, wird heute nimmer weiterentwickelt ist Cakewalk, aber ich finde es auch überhaupt nicht schlimm. Es läuft bei mir komplett stabil, da feigelt nichts, da stürzt nichts ab, da bleibt nichts hängen. Sogar mein uraltes Sonar Platinum, sogar das läuft nur einwandfrei. Und man muss jetzt natürlich auch noch fairerweise sagen, dass Sonar immer noch in der Early Access Version ist. Aber auch bei Early Access, da habe ich furchtbar Bauchweh. Jeder, der von euch Games spielt, oder alle Gamer unter euch, kennen ja dieses Spiel mit Early Access. Und meine Erfahrung ist da, bei Early Access zahlst du für eine nicht ausgereifte Vorabversion. Zum produktiven Arbeiten schon mal völlig ungeeignet. Du musst dich da echt mit teilweise krassen Fehlern auseinandersetzen, die Ohren furchtbar frustrieren und versprochene Features haben auch schon oft nur gehört, dass irgendwelche Maps kämen, wenn es für Spielen redet, oder irgendwelche andere Features und auf einmal, zack, waren die auf der Map komplett verschwunden. Wird einfach doch nochmal weiterentwickelt und dieses Feature wird gestrichen. Ich möchte jetzt natürlich der Firma Bandlab nichts unterstellen, aber irgendwie, nee, ich persönlich bin jetzt kein Fan von Early Access. Und wenn ihr jetzt schon mal das hier seht, also bis jetzt ist Sonar keine 15 Dollar im Monat für mich wert. Aber das ist jetzt meine Meinung. Was sagt ihr dazu? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich bin mal gespannt, wie es hier weitergeht. Und wir machen natürlich mit unseren Cakewalk bei Bandlab Videos weiter, weil die können wir dann später auch für Cakewalk Sonar hernehmen. Und bis dahin sage ich wieder Bussi aufs Bauchibärli und Servus.